Ich denke, dieser Titel ist eine Provokation für viele Menschen. Es ist eines der sieben Werke der Barmherzigkeit, dass Jesus gesagt hat, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Schon allein dieser Satz sagt, dass Gott im Gefängnis ist. Seit 1. März ist in Ravensburg im Heiliggeistspital die Ausstellung Gott im Gefängnis zu sehen. Aber wo ist Gott im Gefängnis? Im Grunde ist der Mensch ganz plötzlich in tiefster Not und in tiefster Ich-Bezogenheit. Und das ist für mich der Ort Gottes, der erste. In einem gemeinsamen Projekt haben Häftlinge und Seelsorger der JVA Heidelberg und die Fotografin Güla Keskin versucht, die eigenen konkreten Lebensgeschichten mit biblischen Geschichten zusammenzubringen. Die Ausstellung zeigt die dabei entstandenen Bilder und Texte. Ein wesentlicher Teil der Botschaft der Bibel und Jesu Christi ist für mich, dass Jesus den Menschen in die Mitte stellt. Und das ist für mich wesentlich in dieser Arbeit, den Menschen zu sehen und nicht sein Delikt zu sehen. Es zählt der Mensch und dieser Mensch ist auch in jedem Gefangenen zu spüren und es lohnt sich, ihm nachzuspüren. Eine Frau erzählt, dass sie schwanger ins Gefängnis gekommen ist und dort eine Fehlgeburt hat und sie dann herausgeführt wird und dann auf dem Tisch des Gynäkologen gefesselt wird mit den Fuß- und Handschellen, während die Fehlgeburt eingeleitet wird. Und dieses traumatische Erlebnis hat sie mitgenommen und die Reaktion ist auf jeden Fall abgrundtiefe Trauer und Tränen. Man sieht ja hier, wie sie weinen, jeder in seine Ecke hinein. Diesem Bild gefällt mir der Ausdruck des Wohlbefindens dieses Mannes. Er bekommt den Rücken gestärkt in einer Übung, den Rücken gestärkt von vielen Männern. Und er hat die Erfahrung gemacht, dass die Hand des eigenen Vaters ihm nie den Rücken gestärkt hat. Und es ist wie eine Sehnsucht, die sich hier erfüllt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Gefangene erfahren, da bleibt jemand bei mir, da sagt jemand irgendwo ja zu mir, weil sie das, dass Leute nein zu ihnen sagen, überall schon erfahren haben. Da zu sein, zuzuhören und ihnen zu sagen, du bist mehr als deine Straftat. In einem Haus, was strotzt vor Dummheit, vor Angst und so weiter, dort etwas Konstruktives zu machen, das ist fast schon wie ein Wunder. Wirklich. Ja. Yeah.